Die Businessfragen GmbH produziert gehobene Büromöbel. Die Fixkosten belaufen sich auf Euro 150.000. Die variablen Kosten betragen Euro 250 pro produziertes Möbelstück. Der Verkaufspreis pro Stück liegt bei Euro 500. Es werden pro Jahr 4.500 Stück produziert und verkauft. Ermitteln Sie rechnerisch den Gesamterlös der Businessfragen GmbH. Nachdem wir in dem vorhergehenden Beispiel ja schon die Gesamtkosten errechnet haben, geht es hier jetzt um den Gesamterlös. Das bedeutet, wir benötigen hier auch wiederum eine Formel. Und die Formel für den Gesamterlös lautet: Erlös ist gleich Nettoverkaufspreis mal Stück. Und auch hier können wir jetzt wieder die Angabe in diese Formel einsetzen. Wenn wir zuerst schauen, also Erlös ist gefragt, dementsprechend können wir einmal den Nettoverkaufspreis suchen. Der Nettoverkaufspreis, der ist hier gegeben. Der Verkaufspreis pro Stück liegt bei Euro 500. Das heißt, wir haben hier, können hier einmal die 500 einsetzen. Und ergänzend dazu brauchen wir dann noch die Stück. Die Stück sind 4.500 und dann können wir auch schon den Gesamterlös errechnen. Wir müssen also nur den Nettoverkaufspreis 500 mit dem produzierten bzw. verkauften Stück von 4.500 multiplizieren und so kommen wir auf einen Gesamterlös der Businessfragen GmbH von 2.250.000 Euro.